Oh. Hey. Moment. Schon mal erwähnt, dass ich diese Dinge hasse? Diese dummen Verpacker? Dieses Ding ist komplett verpackt, aber nein, es muss nochmal einen Schutz oben drauf haben, weil man ja durch die Folie... Okay. Oh, es hat funktioniert. Weil manchmal funktioniert es nicht und dann ist es unglaublich... Nee, es ist trotzdem... Ja, kann man es erkennen? Ja, es hat trotzdem nicht ganz funktioniert. Es funktioniert nie ganz so. Und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass es... Nein, ging. Okay. Manche sind nämlich schon so alt oder so, dass es einfach... Oh, ich mag die Dinger nicht. Aber ja, willkommen zur... Ist jetzt nicht der Ernst, oder? Okay, aber witzigerweise nicht verkratzt. Witzigerweise nicht verkratzt. Okay. Das ist interessant. Eigentlich hält das Ding ja. Das heißt, das muss jemand bei der Produktion einfach reingelegt haben. Reingelegt zu... Aufs Laufband geschmissen und dann wird es verschweißt. Super, ne? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Privateinsatz Anime, in der wir uns anschauen, was ich denn so, ja, gesammelt habe. Was ich bekommen habe. Ja, ich habe mir jetzt endlich mal wieder Anime bestellt, weil ich die einfach mal wieder angucken wollte. Und besitzen wollte vor allem. Und bei mir wird es jetzt langsam ein bisschen problematisch, aber es ist bei mir jetzt nicht so das Problem, weil ich könnte einfach ältere, normale Filme, sage ich mal, die ich eh nicht anschaue, weil ich bin einfach nicht der typische Real-Life-Serien-Film-Anschauer. Da habe ich nur ganz, ganz wenige, die ich behalten will, aber ansonsten kann ich da mal ein bisschen aussortieren. Habe ich noch ein bisschen Platz für meine Sammlung, für die neue, die jetzt bald kommt. Und zwar zum Beispiel also das, was ich jetzt bisher schon hatte, die ersten 2 Episoden, die ihr von einem Privateinsatz-Anime hoffentlich alle gesehen habt. Und jetzt gibt es noch neuer Kram, den ich dazu bekommen habe. Unter anderem Bubblegum Crash. Total Crash Collection. Alle 3 Episoden. Wow, wie besonders. 3 Episoden. Disc contains previously unreleased artwork and images. Na gut, na dann kann es ja nur geil sein. Und zwar ist das ein Sequel zu Bubblegum Crisis, aber nicht zu dem neuen, dieser neuen Version, die es auch gibt, 2040 heißt es, glaube ich. Nein, zu Bubblegum Crisis 2033 heißt es, glaube ich, ne? Original. Also zumindest spielt es in dem Jahr 2033. Und das Ganze sieht so aus. Es gibt schönere Versionen, kann ich gleich schon mal vorneweg sagen, aber die sind auch teurer. Und ich wollte einfach nur mal Bubblegum Crash endlich sehen. Verdammt, ja, ich habe ein Spiel davon auf dem PC, aber ich will auch mal, ich will es auch mal sehen, so wirklich so DVD-technisch. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit zu. Ist nicht, muss man sagen, ist nicht das Schönste, was es gibt. Aber wie gesagt, es geht bei mir mehr hier um den Inhalt und ja, es ist immerhin 3 Episoden nochmal und ich glaube, das sind wieder OVA-Episoden, die dann jeweils wieder so 30 bis 40 Minuten, so 40 Minuten gehen, denke ich mal. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Nochmal richtig schöne 3 Episoden zu Bubblegum Crisis, also quasi dazu, ja, dazu, zu diesem sowieso schon so geilen Meisterwerk gibt es da nochmal zusätzlich Bubblegum Crash, was noch nichts mit 2040 zu tun hat, dem Werk, dass ich immer noch Angst habe zu begegnen, aber hey. Okay, dann habe ich noch mehr geholt und zwar eine wirklich wunderschöne, sogar noch komplett zugeschweißte und wirklich günstige Version von Iria. Iria DVD Volume 1 und Volume 2, das dürften eigentlich alle Episoden sein. Eigentlich. Es könnte auch sein, dass ich noch was kaufen müsste, aber dann müsste eigentlich sowas wie Box 1 da stehen oder so, was nicht steht. Deswegen ich meine auch, dass es wirklich nur 4 Episoden oder so hatte oder 3 oder so. Es hatte nicht so viele, meine ich zumindest. Ich habe es schon mal angeguckt. Iria, die Animation House, sieht jetzt vor allem noch so schön aus, weil das sieht so glänzt. Sieht ihr das? Ist doch toll, oder? Ich finde, es hat was. So, Iria the Animation. Handelt, also man sieht erstmal, vielleicht die einen oder anderen werden es vielleicht erkennen, ist vom, das Design, der Charakterdesign ist vom Zeichner von DNA, IS und Video Girl Eye, falls ihr das vielleicht bemerkt habt oder auch nicht. Kann man mal kurz rausmachen. Plop, plop. Ist eine schöne Box, wie ich finde. Eine leuchtende, hübsche Box mit tollem Coverart hinten und vorne. Was ja dann kein Coverart mehr ist hinten, aber egal. Ja, 6 Episoden, ja, das dürfte stimmen. Hier auf Volume 1 ist die erste Episode bis 1 bis 3. Und auf hier gibt es dann Episode 4 bis 6. Genau. Sieht sehr cool aus und ich bin echt gespannt, das mal wieder anzuschauen, denn mir hat das ziemlich gut gefallen. Das war tatsächlich, also wie kann man Iria am ehesten erklären? Iria ist eine Mischung so ein bisschen aus natürlich typischem Anime-Gedöns, Science-Fiction und ja, Horror nicht unbedingt, aber es hat diesen Alien-Flair an manchen Stellen, oder zumindest merkt man, sage ich mal, dass es sehr von Alien inspiriert wurde. Also es dreht sich um Iria, sie ist, glaube ich, eine Kopfgeldjägerin, eine Junge, und die bekommt halt einen Auftrag. Und irgendwie in diesem Auftrag geht was schief oder so und es wird ein Monster freigelassen, das eigentlich nicht so rumlaufen sollte. Und das ist eine Mischung aus dem Alien, was man so kennt aus den Filmen, und einem Menschen. Also menschlicher Körper und dann so ein hässliches Face. Und einen ganz komischen Soundeffekt macht das Viech. Und an sich würde ich sagen, wirkt jetzt nicht so bedrohlich oder so, aber dadurch, dass es halt wirklich stark ist, viel aushält und einfach nicht sterben will und aber in der Lage ist, Menschen sehr, sehr leicht zu töten, hat man ein bisschen Respekt vor dem Viech. Und ich muss sagen, mir hat das Ding richtig gut gefallen, das hat Spaß gemacht. Und das Witzige ist, das war das erste Video, in dem diese DVD vorgestellt wurde. Das erste Video, was ich davon gesehen habe, ist von Don gewesen tatsächlich. Das war auch sein erstes Video, wo ich gesehen habe, allgemein, also von Don. Und da waren wir uns zwei schon irgendwie gleich uneinig, ob das jetzt, also ob Iria quasi vor oder nach dem Real-Life-Film stattgefunden hat. Ich bin ehrlich gesagt, ich hab's schon wieder vergessen. Es gibt tatsächlich einen Real-Life-Film, also eine Movie-Version, eine japanische, davon. Man muss so ein bisschen sagen, ich finde, das Monster sieht auch so ein bisschen aus, wie wenn du einem Alien-Design typischen irgendwie so einen Samurai-Touch gibst. Irgendwie so sieht das Viech ein bisschen aus. Sehr strange, aber es funktioniert. Macht sehr viel Spaß beim Zuschauen. Ist aber nicht das, was vielleicht die heutige Zeit so beliebt oder so, den Anime an sich so beliebt gemacht hat, sondern es ist auch wieder sehr, ja, es ist schon ein gewisses Slow-Pacing drin, die Action-Szenen sind dafür aber sehr cool choreografiert, sage ich mal, also es sieht sehr glaubwürdig aus zum größten Teil, es macht Spaß, die Charaktere sind toll, Iria ist super, den Leuten, denen sie begegnet auf dem Weg, und andere Kopfgeldjäger-Kumpanen, alles sehr sympathisch in, wie viel waren es jetzt nochmal, 6 Episoden? Ich glaube, 6 habe ich erwähnt, ne? Gebundelt. Und ich muss sagen, wie gesagt, ist auch noch eine hübsche Box. Kann man doch echt nicht meckern. So, und dann kommt noch zu etwas, wo ich ganz, ganz stolz drauf bin tatsächlich. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht anzweifeln würdet. Aber erstens mal war es nicht teuer. Also wirklich nicht teuer. Und zweitens mal ist es ein edgy Anime, den ich schon so gerne mal wieder angucken wollte. Und das ist jetzt noch das Geile. Hier ist die Gesamtausgabe von Staffel 1 und 2. Also es sind 2 Staffeln in dieser Box drin. Und zwar, die Rede ist von, und zwar deutsch wohl bemerkt, mit deutschen Untertiteln und japanischer Sprache. Das heißt, es gab noch keine japanische, also das ist von Studio Nippon Art. Nippon Art, Und die haben nur japanischer Ton und deutsche Untertitel, genau. So, Extras gibt es auch. Ach ja, stimmt, da gibt es ein Postkartenset. Ach, das wollte ich ja mit euch aufmachen, genau. Wollte ich mit euch aufmachen. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, Gesamtausgabe Staffel 1 und 2 von Queen's Blade. Ja? Ihr wisst ja, ich habe nichts gegen Edgy oder so, ganz im Gegenteil. Ich schaue mir es sehr gerne an. Und Queen's Blade hat mich vor allem damals, wo ich die erste Staffel gesehen habe, ich werde es wahrscheinlich nochmal machen, wenn ich keine Anime-Review dazu mache, aber prinzipiell muss ich sagen, hat mir Queen's Blade vor allem deswegen gefallen, weil es so viele unterschiedliche Szenarien gibt, also quasi unsere Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ich habe schon wieder vergessen, egal, die läuft ja mehr oder minder durch die Pampa zu diesem Turnier hin und unterwegs trifft sie halt auf andere Kämpferinnen, die auch Königin werden wollen oder was auch immer. Es geht ja darum, ein großes Turnier zu machen und der Gewinner, der wird dann eben halt zur Königin. Und deswegen gibt es viele Rivalinnen, die sich gegenseitig halt auch schon früher ausschalten wollen, damit der Sieg quasi da ist. Und es sind halt viele Mädels, die sich in knappen Outfits, keine Ahnung, die Schwerter und alles Mögliche um die Ohren hauen. Und das macht Spaß. Die Kampfszenen sind cool. Die Hintergründe sind toll, finde ich. Also mir gefällt es wirklich gut, vor allem wenn es dann in diese ägyptische Richtung teilweise manchmal geht. Da bei diesem einen Charakter, der dann noch auftaucht. Melona ist ein Monster Girl, das geht sowieso immer für mich. Aber davon mal abgesehen, wie gesagt, Kämpfe sind toll, Hintergründe, Animationen. Mir gefällt es einfach alles ziemlich gut und deswegen habe ich gedacht, weißt du was, holst du mal. Ich glaube, das ist so eigentlich der erste wirkliche Edgy-Anime und dafür gibt es halt noch wirklich eine recht schöne, qualitative Box hier und ja, dann zeigen wir das Ganze kurz mal. Was ich ein bisschen dubbig finde ist, das hier ist die Hinterseite dieses Boxteils hier, sieht ja cool aus und so, das hier ist die Vorderseite, warum man da einen Sticker drauf macht, also quasi einen Nicht-Sticker drauf macht, sondern so ein Ding, wo drauf quasi geprintet ist, finde ich bescheuert, ehrlich gesagt. Also das sieht halt scheiße aus wie noch was. Dieser FSK-16-Dinger, den mochte ich noch nie. Ich wollte ihn abmachen, also schon aus Prinzip. Ich habe mich schon gefreut, weil der war verpackt und da war dann dieser FSK-16-Sticker drauf auf dieser Verpackung. Dann habe ich die Folie weggemacht und dann war dieser Sticker ja auf der Verpackung drauf. Da habe ich gedacht, ach puh, ein Glück. Und dann mache ich das Ding raus und denke mir nur so, puh. Also es war nicht so schön. Aber ansonsten, so, hier kann man auch mal zeigen. Also es sind wirklich beide Staffeln, was cool ist. Es gibt ja auch, glaube ich, schon eine dritte Staffel und zig OVAs. Müsste ich auch mal gucken, ob man die noch irgendwie auffindet, so sagt man das ganz bestimmt. Ja, ich zeige es euch jetzt einfach mal ganz kurz so. Alles schon sehr cool gemacht. Hinter jeweils jeder DVD ist auch im Hintergrund quasi ein Charakter. Das ist auch sehr cool. Und hier ist jetzt noch ein Postkartenset tatsächlich dabei. Und da schauen wir doch einfach mal rein, wenn wir schon so weit sind. Ah, es ist cool. Das sind wahrscheinlich alle Bilder nochmal. Ja, das sind all diese Bilder, die man da jetzt, die ihr quasi gesehen habt, nochmal als Postkartenset. Ist mir persönlich, ich brauche sowas nicht. Aber ich finde es auch ganz hübsch. Vielleicht stelle ich mir die eine oder andere sogar irgendwo hin. Ich finde immer irgendeinen Platz. Auf jeden Fall ganz cool. Ja, und das wäre es eigentlich soweit von dieser Edition hier. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Natürlich werde ich mit Simon weiterhin Mushishi anschauen, weil das ist ein sehr toller Anime bisher. Und ach so, ja, übrigens, hier, vielleicht für alle anderen und vor allem für Don. Guck mal, da hier drin steckte das. Das ist ein Schlitz, wo man, na, kennst du das? Ja, ja. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Gerade so die neueren Publisher, dass die einfach das Zeug nur noch reinwerfen. Also quasi, da ist nicht mal, das nicht, guck mal, da war noch sogar so eine Art zusätzliche Verpackung in Form von einem Briefumschlag, wo sogar noch Queen's Blade draufsteht. Ich meine, das ist nichts Besonderes, aber es, they care, ja, so nach dem Motto, they fucking care. Und Kase und hier Peppermint machen das ungefähr so. Hopp, Bonuszeug. Passt. Macht zu. So ist es da halt. Also, wenn du das aufmachst, fliegt dir alles entgegen. Tja, dabei braucht es nur einen kleinen Schnitt in den Karton. Tja, sieht man einfach mal, wie teuer sowas ist. Eigentlich nicht, aber die Fans sind es scheinbar nicht wert. Schade, schade. Aber gut, ich werde sowas wahrscheinlich eher weniger erleben, denn ich werde viel Altes kaufen, Leute. Ich werde, also zumindestens, was heißt alt? Aber ich meine, Queen's Blade ist nicht alt. Das ist um Gottes Willen nicht alt. Aber sowas in der Richtung immer eher. Also nicht so aktuelle Sachen werde ich mir wahrscheinlich holen, DVD-technisch. Ich habe erstmal einiges nachzuholen, vor allem. Gibt natürlich nicht alles, aber wenn es was gibt und ich irgendwie unter meine Fittiche kriege, dann werde ich es nutzen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Das war Privateinsatz Anime, Episode 3, mit den aktuellsten Sachen. Ja, wir haben übrigens Mai, falls ihr euch wundert, wann ich das aufnehme. In diesem Sinne, ich bin der René von der Maison Manga. Danke fürs Zuschauen, reingehauen. Bis dahin, ciao, ciao.